Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banished. In der letzten Folge haben wir ja wirklich viel geschafft. Wir haben ja unseren Steinbruch voll besetzt. Und können den sogar weiterlaufen lassen so. Was ist jetzt leer? Okay, Feuerholz ist leer. Dann müssen wir da noch ein paar mehr Mudcutter hinsetzen. So. Förster sind jetzt gerade damit beschäftigt, ein bisschen wieder aufzuforsten, denn wir haben hier alles leer gehauen. Das kommt aber gleich wieder. So, und wir haben aber hier noch 183 Feuerholz, das wird erstmal reichen. Damit könnt ihr erstmal arbeiten. Es ist später Winter geworden, jetzt wird es, glaube ich, gerade Frühling. Na, wird es Frühling? So, und im Frühling werden wir dann gucken, dass wir unsere Farmen besetzen. Dieses Jahr lassen wir mal zwei Farmen laufen. Wir haben ja immer noch 5000 Nahrung. Aber wir werden mal gucken, dass das halt... So, jetzt ist Frühling. Dann werden wir die Woodcutter mal auf 5 reduzieren und werden die Felder voll bestücken. Dann haben wir immer noch 3 Arbeiter. Und es kann gleich weitergehen. Huch, nicht 10-fach, sondern 5-fach. Gut. So, es werden 2 Felder dieses Jahr bestellt. Ich denke mal, damit kommen wir gut aus. Und wir gucken mal, wir hätten ja noch 2 Leute, die noch ein bisschen mehr arbeiten können. 43 Steine haben wir. Und ich würde sagen, dann machen wir den Förster hier mal fertig. So, der ist sowieso schon... Der muss nur noch gebaut werden. Da schicken wir jetzt mal 2 Bauarbeiter hin. So, der Taylor soll mal hier 250 mal Hidecode machen. Oder 350. Das hatte ich jetzt gar nicht gesehen, dass der da schon voll ist. Und hier Herbs, da machen wir mal 2000. Was haben wir hier? Herbalist. So, die sind wieder am Arbeiten. Das hatte ich übersehen, dass da alles voll war. Gut, hier oben wird jetzt noch ein Förster gebaut und dann kriegen wir auch wieder genug Holz zusammen. Hier wird gerade aufgeforstet, da wird aufgeforstet. Die können sogar schon ein bisschen Holz fällen. Der macht beides, Pflanzen und Fällen. Und hier wird gepflanzt und gefällt. Gut. Hier hinten soll ja auch noch ein Förster hin. In dieses Gebiet. Und dann starten wir gleich das hier. So. Da müssen nur Steine hingeliefert werden. Das ist ja nicht so... Warte, hatte ich nicht gerade noch genug Steine? Ah ja, jetzt füllt sich's auf. Gut. So, ich habe wenigstens die Steinproduktion so langsam am Laufen und die Felder sind voll bestückt. Wir haben Bauarbeiter. Und wir haben Leute, die Sachen hin und her tragen. Und dann würde ich vielleicht sogar sagen, wir tun hier unsere Arbeiter für den Markt ein bisschen erhöhen. Wie weit geht er? Bis dahin. Gut, da ist das noch drin, aber das hier ist nicht drin. Nochmal gucken. Könnten wir hier vielleicht sogar noch ein Lagerhaus hinbauen? So, unten ein, die Felder sind jetzt, geht unsere Nahrung auf 2000 runter, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. So, der Förster läuft auch schon.
So, dann setzen wir lieber noch zwei Förster ein. Die Herbalists hatten ja eben gesagt, die haben genug. Und wie sieht es mit den Sammlern aus? Das ist ja ein Herbalist. Wie sieht es hier aus? Die Hunting Cabin, die haben keine Leute. Ja, das stimmt. So, hier habe ich 10.000 eingestellt. Ach, das gehört zur Food Limit. Ja, die können dann vor sich hin arbeiten so ein bisschen. So, wir gucken mal hier. Kartoffeln haben wir nicht mehr so viele. Ich wollte eigentlich auch ein Feld Kartoffeln machen. Warum pflanzt ihr denn jetzt hier Kürbisse an? Ich habe doch gesagt, ihr sollt Kartoffeln anpflanzen. Ihr seid ein bisschen wirr im Kopf. So. Und jetzt ist unsere Nahrung tatsächlich wieder knapp. Wir haben nur noch 1800 Nahrung. Ich hoffe, dass das hinhaut. Die Aufforstung hier unten läuft schon mal ganz gut. Hier oben wird auch schon so ich sehe schon, dass da so kleine Bäumchen langsam wachsen. Die Bauarbeiten hier, die 60 Gräber, sind jetzt auch aktiv. Wie sieht es jetzt hier aus? Da brauchen wir 130 Steine. Die können wir gerade nicht liefern. Dann setzen wir doch gerade noch mal drei Leute hier zum Steinbruch dazu. Oder vier. So, die Bäume wachsen schön hier. So, was ist da unten leer? Holz ist leer. Aber jetzt haben wir ja drei Förster aktiv. Und ich würde mal sagen, die Woodcutter ziehen wir ab. Dann machen wir die Förster voll. Jetzt tun die voll arbeiten. Jetzt haben wir drei Förster. Und damit haben wir bestimmt den Bedarf erstmal gedeckt. Unsere Kartoffelkürbisse laufen auch ganz gut. So, die Ernte beginnt. Wir haben noch 1200 Essen gehabt. Das ist doch schon mal ganz gut. Vielleicht habe ich das Feld auch zu spät umgestellt. So, wir haben 52 Erwachsene, 12 sind in Ausbildung und 20 Kinder. Jetzt haben wir 700 Nahrung. Wir gehen natürlich jetzt auf den Herbst zu, dann fällt immer die Nahrung ein bisschen, aber die steigt natürlich durch unsere Ernte jetzt gleich noch mit. So, und wenn dann gleich abgeerntet ist, schicke ich die Leute alle wieder auf den Steinbruch. Dann können die nämlich da schön Steine hacken, damit wir die Kapelle bauen können mit 130 Steinen. Aber auch das Holz ist ziemlich knapp. So, die Bäume hier sind von alleine wiedergekommen. Das ist schön. So. Die Ernte läuft noch und ich hoffe, dass es jetzt dieses Jahr nicht so ist wie schon ein paar Mal, dass dann irgendwie im Herbst schon irgendwie Schnee kommt. Holzstämme sind knapp. Wir werden aber jetzt mal die Woodcutter komplett abschalten und werden gucken. So, wir sind bei der Nahrung jetzt bei 2500. Dann setzen wir die Gatherer noch ein bisschen hoch. Die Nahrung ist mir ein bisschen knapp, deswegen werden wir jetzt mal die Felder zwar abbestellen, aber wir werden die Sammler voll aufdrehen. Wir werden bei den Fischer 4 dahin tun. Hunter werden wir 4 hin tun. Und so lassen wir es erstmal. Also erstmal nur eine begrenzte Steinproduktion, obwohl wir haben 9 Leute. Das ist also auch schon sehr luxuriös für uns, würde ich jetzt sagen. So, es ist ein Händler da und es ist jemand gestorben. Mal gucken, was der Händler so mitbringt. Der Händler bringt
Vieh. Das wollen wir aber jetzt gerade gar nicht haben. Dann gehen wir wieder auf 5. Okay, es wird Winter. Der Förster hier oben ist noch am Arbeiten. So, gerade mal gestört worden. Aber jetzt läuft doch hier soweit alles ganz gut. Vielleicht aktiviere ich sogar im nächsten Jahr mal 3 Felder. Was haben wir jetzt hier? Kartoffel, Pumpkin und hier machen wir dann auch nochmal Pumpkin. Und vielleicht lassen wir sogar ein Jahr lang mal alle Felder laufen. Dann müssen wir mal gucken. 20 Leute brauchen wir dafür. Das ist natürlich eine ganze Menge, aber vielleicht schaffen wir das sogar. Also ich denke schon, dass wir es schaffen. Feuerholz haben wir genug. Wir haben 63 Holzstämme. Das ist jetzt nicht so die Menge, aber das wächst ja gerade alles noch hier. So, wir haben 61 Steine. Da brauchen wir so 150 ungefähr. Nahrung ist auf 2400. Das ist jetzt ein bisschen wenig, aber... Wie sieht es denn mit der Lagerkapazität aus? Na, die ist natürlich, wenn wir so wenig Essen da haben, immer noch ganz gut. So, hier sind nur Iron Tools. So, der Herbalist hier ist nicht besetzt. Aber wir haben auch noch genug Medizin. Denn hier dieses Körbchen ist ja gespeicherte oder gelagerte Medizin. Da kommen wir immer noch gut mit hin. So ein bisschen laufen lasse ich das noch. Und jetzt habe ich das Fenster geschlossen. Hier haben wir da 4 Arbeiter, die haben jetzt auch bestimmt schon alle möglichen Sachen durch die Gegend... Ich habe es schon wieder zugemacht. Die haben jetzt bestimmt auch alle möglichen Sachen wieder durch die Gegend gefahren. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, wir erhöhen jetzt noch mal kurz die Fischer. Oder wir gehen sogar bei den Fischern noch höher. So. Später Winter, dann müssen wir nämlich jetzt gleich umschwingen auf die Nahrungsmittelproduktion. Und es sieht so aus, als ob wir uns gleich auf den Frühling zubegeben. Ich bin der Meinung, jetzt läuft das Spiel ganz gut. Jetzt sind wir kommen wir schon gut voran. Wir haben jetzt viele Einwohner. Es sind 14 in Ausbildung, 20 Kinder haben wir und es sind 53 Erwachsene. So, jetzt werden wir hier reduzieren und werden mal gucken. Die Steinproduktion müssen wir leider kurz abschalten. Von dem Marktplatz ziehen wir 2 Leute ab. Wir müssen von den Fischern mal welche abziehen und setzen jetzt mal die ganzen alle Leute auf die Farmen. Die Gesserer tun wir noch ein bisschen reduzieren. Jetzt brauchen wir noch ein paar Leute. So soll es mal laufen. Alle Felder sind jetzt aktiv dieses Jahr. Wir müssten also dieses Jahr ziemlich viel Nahrung einfahren können. Und ich bin mal gespannt, ob das klappt. Also Bäume werden ja jetzt... Oh, was ist denn da passiert? Wir haben einen Baum gefällt. Habt ihr es gesehen? So.
Wir ziehen zwei Forester ab und tun die als Woodcutter einstellen. Dann läuft über den Sommer hinweg schon mal ein bisschen die Produktion. Hier oben wachsen jetzt gerade so ein paar Bäumchen. Für die Kapelle haben wir noch nicht genug Steine. Hier sehe ich schon die ersten Pflänzchen, da sehe ich die ersten Pflänzchen, da sehe ich die ersten Pflänzchen und da sehe ich sie auch. Und ich sehe etwas, was wir ganz selten sehen. Ich sehe Regen. Also wirklich, beim Regen muss dieses Spiel gepatcht werden. Das geht nicht so weiter. Es regnet ja hier, es regnet wie Sau hier. Gut, können wir hier eigentlich noch einen Lagerplatz hinbauen? Also so eine Lagerhalle. Die ist weit weg vom Marktplatz. Ich hätte ja gerne hier noch so eine Lagerhalle. Ping. Die ist dann noch im... Ja, da wäre ich noch gut im Dings. Wir setzen also jetzt hier noch eine hin und tun die aber gleich wieder reduzieren. Naja, wir könnten die auch bauen. Ach, wir warten mal ab. Es wird jetzt überall angepflanzt. Kürbis, Kürbis, Kartoffel, Kartoffel. So. Das Holz ist noch in der Mache. Die Glücklichkeit in unserem Dorf ist fast voll und die Gesundheit ist fast voll. Das sieht alles sehr gut aus. Das sieht auch sehr gut aus. Nur unsere Nahrungsmittelvorräte gehen jetzt gerade ein bisschen zu Neige. Wir haben noch 1000 Nahrung, jetzt haben wir 1100. Und so ein halbes Jährchen müssen sie noch durchhalten. Food is low. Food ist jetzt wirklich low. 250. Dann setzen wir mal mehr Fischerleute ein. Das war schon eine gute Entscheidung, dass wir dieses Jahr die Felder komplett durchlaufen lassen. So, jetzt haben wir noch 170 Futter. Die haben ja auch alle noch in ihren Hütten noch ganz viel. Zum Beispiel jetzt hier in der... Oh, hier ist gar nichts. Oh, das ist natürlich schlecht. Wieso ist da nichts? Hier wohnen keine Leute. Es ist ein Händler angekommen. Und dieser Händler hat Pfirsichsamen. Mal gucken, ob wir die kaufen können. So, die haben wir eingekauft. Wir haben jetzt auch Pfirsichsamen. Wie sieht's denn hier aus? Der Taylor ist... haben wir so viel Kleidung oder was? Ach ne, da arbeitet niemand. Doch. Was ist los? Es gibt keine Hidecodes. Ach so, ja genau. Wir haben keine Jäger. Das werden wir auf jeden Fall im nächsten Jahr dann... gucken, dass wir das wieder aktiviert bekommen. Das mit dem Essen ist jetzt gerade ein bisschen heftig, weil wir haben zu wenig Futter.
Aber was ich jetzt schon wieder gesehen habe, es ist schon wieder später Sommer. Die Felder sind nicht gut bestückt. Die haben nur 18%, 16%, 24% und so weiter. Das ist alles nicht so richtig fertig geworden. Und spätestens im Herbst werde ich sagen Harvest, damit wir wenigstens ein bisschen was zusammenbekommen. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Warum habt ihr jetzt so schlecht angebaut? So, wir gehen jetzt lieber mal überall auf Harvest. Ich meine, man muss deutlich sagen, wir haben dieses Jahr die Felder schon gleich mit 20 Leuten bestückt. Es hat jetzt, bringt jetzt ungefähr genauso viel ein, als wenn wir zwei Felder laufen lassen. Das ist wirklich ärgerlich. Und wenn jetzt auch noch der Winter irgendwie früh kommt, dann haben wir echt verloren. Wir haben jetzt nur 1200 Nahrung. Und es ist echt ärgerlich, wenn man so viele Felder bestückt, dass es dann weniger zu essen gibt, als wenn man nur zwei Felder laufen lassen. Ich hoffe, ihr kriegt das noch geregelt und kriegt jetzt hier so ein bisschen was zusammen noch. Jetzt bewegen wir uns gerade auf 2000 Nahrung zu. Und ich bin not amused. So, jetzt fängt es an zu schneien. Das heißt, wir werden jetzt auch bei diesen 1200 bleiben. Ja, Leute, das ist kacke. Das habt ihr jetzt echt verkackt diesen Sommer. Ich werde das mal hier reduzieren und werde mal sagen, die Sammler machen wir dann voll, dann müssen wir die Fischer voll machen und die Jäger machen wir voll. So, die Herbalists bringen uns ja da nix. Woodcutter erhöhen wir ein bisschen und jetzt haben wir noch zwei Leute. Also das haben sie ja echt versaut jetzt hier mit der Nahrung. Ich hoffe, dass sie es über den Winter geregelt bekommen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge feststellen. Denn wir müssen jetzt eine kleine Folgenpause machen und ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.